Hallo YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Elder Scrolls 4 Oblivion. So, ultramodded, ja, kann man sagen, über 200 Mods. Ich habe mir überlegt, wo habe ich denn die Karte? Fährt das Amulett ab. Ich muss selber erstmal gucken, wo haben wir eine Karte? Da könnte ich warten, wenn Feinde. Was für Feinde? Ich wollte eigentlich nur die Karte. Springen. Wo ist meine Karte? Habe ich doch irgendwo gesehen gehabt. So, wo sind wir denn hier? Ich würde sagen, wir... Kann man das machen? Möchten Sie Ihre Markierung einsetzen? Ja. Geh mal hier so zur Kaiserstadt. Nee, da waren wir nicht mehr hin. Ja, bitte ein bisschen. Ich würde das gerne. Ein bisschen. Oh. Okay, es ist alles Qualität. Jetzt haben wir zwei. So. Ja, hier sollten wir müssen wir eigentlich hin. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal zur Kaiserstadt. Ich habe ein paar Sachen, die wir vielleicht verkaufen können. Und dann schauen wir mal weiter. Ja. Ich würde sagen, so machen wir das. Also los. Ja. Und die Resonanz war eigentlich ganz gut. Einige haben gesagt, sie möchten es gerne sehen. Also werden wir da auch ein Let's Play machen. Das ist jetzt so. Auch wenn es nicht das Tuch das wunderschönste Spiel mehr ist für diese Zeit. Es soll aber eines der besten Spiele sein. Entschuldigung, von der Elder Scrolls Reihe. Also von der Geschichte her. Und Questangriff. Eine Tür in der Bucht von Nieben. Ich habe das Gerücht gehört, auf einer kleinen Insel in der Niebenbucht sei eine seltsame Tür aufgetaucht. Das sollte ich überprüfen. Nee, jetzt nicht. Eine kleine Insel. Keine Insel da, oder? Also Morrowind und Oblivion sollen wohl von der Geschichte, von der Story her stärker sein als wie Skyrim. Und ja, die Grafik, also bitte. Das Spiel ist halt nur alt. Ich habe es so gut es geht gemoddet. Entschuldigung. Wie man sieht. Textur und so. Und ja auch. Noch ein paar andere Sachen. Ja. Ich habe mit dem Husten immer noch Probleme. Marktviertel, da gehen wir rein. Genau, da wollte ich rein. Können wir mit denen reden? Ich höre euch zu, Bürger. Bringt euer Anliegen vor. Gerüchte. Anvil ist in Aufruhr. Zuerst wurde die Kapelle überfallen und jetzt kündigt der Prophet das Ende der Welt an.
Prophet? Er predigt in Anvil. Er erschien direkt nach dem Angriff auf die Kapelle dort. Klingt nach dem üblichen Weltuntergangsquatsch. Aha. Anweisung? Was sucht ihr? Okay, wo sind die Gilden? In der Stadt sind keine Gildenhallen, aber die geheime Universität liegt auf einer Insel außerhalb der Mauern, südlich des Arboretums. Okay. Was sucht ihr? Erzählt mir von den Grenzsteinen. Der Kaiserpalast liegt im Zentrum. Die 6 Bezirke liegen wie die Speichen eines Rades um den Palast herum. Von Nordosten aus im Uhrzeigersinn sind dies Marktviertel, Arena, Arboretum, Tempelbezirk, Talosplatz und Elfengarten. Das Hafenviertel liegt südlich des Tempelbezirks. Die geheime Universität liegt südlich des Arboretums. Das kaiserliche Gefängnis liegt nördlich des Marktviertels. Mhm. Was sucht ihr? Wo sind die Dienste? Im Marktviertel findet ihr Schmiede, Alchemisten, Buchhändler, Magiergeschäfte, Schneider, Waffenschmiede und Händler. Gut. Was sucht ihr? Ja, und wo kann ich schlafen? Die Herberge zum Kaufmann im Marktviertel, König und Königin im Elfengartenbezirk, Tiber Septim im Talosplatzbezirk und Allerheiligen im Tempelbezirk. Außerdem wäre da noch die Herberge zum aufgetriebenen Floß im Hafenviertel. Aber das ist keine schöne Gegend. Okay, ich muss weiter. Wenn ihr auf Schwierigkeiten stoßt, sucht mich auf. Jo, ja, ich suche euch auf. Wir gucken uns um. Wie gesagt, das Spiel ist blind für mich. Ich kenne es überhaupt nicht. Ich bin mal gespannt, ob die Geschichte wirklich so gut ist, wie gesagt wird. Was ist denn hier? The Feedback? Ah, hier ist der Marktviertel. Jensins Good as New Mission. Freebrowers Trade Hoods. Black Force. Herberge zum Kaufmann. Ich guck mal mir das so an. A fighting chance. Wie heißt es auf Deutsch? Eine faire Chance. Mhm. Arena. Okay, was ist da? Zur Hauptzutat. Alles zu, oder? Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn? Ja, ist alles zu. Ja, das flackert halt durch das Licht, ne? Das ist halt... Ja, da kann man nichts machen. Es soll halt animiertes Licht sein. Diese Kopie, der furchtbare Münzbeutel. First Edition. Erstausgabe. Ich suche einen Laden, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie der heißt. Rindis-Staffan? Nein. Das Discount-Spell könnte sein. Nein, hier. Divine Elegance. Da müsste ich rein. Da muss ich rein. Ist das Clown? Nö. Stundenglas. Okay. Wir können hier... Okay. Hanseln, so brauchen wir nicht. Fackeln. Kein Berg.
Pferd. Warum nehme ich das dann mit? Reis. Reis. Ich bin gleich wieder überladen. Aber das ist nicht schlimm. Wir gehen hier verkaufen. Was soll man alles ein- und verkaufen an? Spitzhacke. Kann man hier auch... Ja, ich nehme mal mit. Totenschüssel habe ich jetzt gelesen. Okay, das ist interessant. Blau und grün. Ein Zillteller. Leinen. Tintenfass. Jägermokassins. Federn. Okay. Gold. Fackel nehme ich gerne mit. Fliegenpilz. Zu Markt. Abwasserkanäle. Das muss man merken. Bei dem hier. Okay. Es gibt viel zu erforschen. Stäbe. Wie hieß denn jetzt das? Seid gegrüßt, guter Bürger. Wie Danke. Kann ich euch behilflich sein? Ach, ich suche nur. Ist schon gut. Also hier muss ich nachher rein. Warum werdet ihr sehen? Das ist Magie. Zur vergoldeten Karaffe. Sprecht, Ärger? Nein. Was sucht ihr? Wo kann ich schlafen? Die Herberge zum Kaufmann im Marktviertel, König und Königin im Elfengartenbezirk, Tiber Septim im Talosplatzbezirk und Allerheiligen im Tempelbezirk. Außerdem wäre da noch die Herberge zum aufgetriebenen Floß im Hafenviertel, aber das ist keine schöne Gegend. Okay, danke. Haltet euch in Sicherheit, Bürger. Dies sind finstere Zeiten. Ja, ich würde gerne irgendwo schlafen, aber ich finde nichts. Muss ich eigentlich schlafen? Ich weiß es gar nicht. Spiel schlafen. Ich glaube ja, ne? Zum Leveln oder so. Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Bücherladen. Essen. Mit Diamond Juwelier. Oh.
Ihr könnt neue Freunde, aber auch Feinde gewinnen. Das sieht ja schön aus. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Was wollt ihr? Gerüchte. Alle Welt redet natürlich nur noch über den Mord. Hier. Hier nehmt meinen Rappenkurier. Geht nur, behaltet ihn ruhig. Aha. Prophet? Er predigt in Anvil. Er erschien direkt nach dem Angriff auf die Kapelle dort. Klingt nach dem üblichen Weltuntergangsquatsch. Habt ihr etwas gewusst? Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Ah, okay. Was ich den guten Herrn denn verkaufen kann. Wert, oder? Ja. Das ist ein echtes Schnäppchen. Hier. Da kannst du was von haben. Hier auch. Das ist ein echtes Schnäppchen. Empfehlt mich euren Freunden. So, ich brauche ein Bett. Habe ein Bett frei für 20 Goldstücke die Nacht. Möchtet ihr es haben? Ich nehme es. Sehr gut. Die Treppe hinauf und dann die erste Türe auf der linken Seite. Schlaft gut. Seht euch vor. Überzeugen und so. Das muss man, glaube ich, auch noch lernen. Ein Schützenmeister hat die Chance. Dürfen wir das nehmen? Gut, wir haben das Zimmer gemietet, ne? Okay, alles andere stehen. Und wenn ich hier was reinmache, bleibt es dann für immer da? Es ist dunkel. Lesen. Ich kann es kaum erwarten, dich heute Abend zu sehen. Den ganzen Tag verbringe ich damit, an unsere nächste Begegnung zu denken. Bald werden wir verheiratet sein. Dann bleiben wir für immer zusammen. Deine wahre Liebe. Galerie und eine Mystika. Ihr könnt ja auf Pause drücken.
aus. Und schlafen mal 6 Stunden. So. Gut geschlafen. Ich hoffe, die Läden haben dann auch auf. Ermordung. The Black Horse Courier. Ältestenrat übernimmt Regierungsgeschäfte. Kaiser Uriel Septimus VII. Ist tot, im Alter von 87 Jahren, nach einer Herrschaft über Tamriel von 65 Jahren. Er wurde von unbekannten Meuchelmördern umgebracht. Gleichzeitig wurden an verschiedenen Orten die 3 Söhne und Erben des verstorbenen Kaisers, Kronprinz Geldal 56, Prinz Ennemann 55, Prinz Ebel 53 von anderen Attentätern ermordet. Eine Untersuchung der Identität und Motive der Meuchelmörder hat begonnen, doch der Ältestenrat, die kaiserliche Wache und die Klingengarde haben bis auf Weiteres die Veröffentlichung von Berichten und Gerüchten über die Geschehnisse untersagt. Nach alten Präzedenzfällen regiert der Ältestenrat das Kaiserreich, bis ein neuer Kaiser gekrönt wird. Es gibt keine überlebenden direkten Erben und der Rat hat keine Kandidatenliste aufgestellt. Kanzler Okato, kaiserlicher Kampfmagier, appellierte im Namen des Ältestenrates an die Bürger des Kaiserreichs, die Ruhe zu bewahren und bat das Volk, den Kaiser, seine Söhne und den Ältestenrat in seine Gebete einzuschließen. Kaiser Uriels frühe Regierungszeit war geprägt durch Frieden und Wohlstand. Kaiserin Kaula Voria gebar ihm 3 gesunde Söhne, war dem Kaiser eine liebevolle Gefährtin und äußerst beliebt beim Volk. Doch der Kaiser und das Kaiserreich litten schrecklich während der kaiserlichen Simulacrums. 3. Ehe 389 bis 399, als er in Oblivion gefangen gehalten wurde und der Thronräuber Jagatan seinen Außen annahm und an seiner Stelle herrschte. Kaiser Uriel wurde schließlich mit Hilfe der Zauberin Ria Silmane und ihres schattenhaften Schützlings befreit, wieder eingesetzt und der Hochstapler geschlagen. Doch die Angelegenheiten des Kaiserreichs waren in großer Unordnung und Kaiserin Kaula Voria zog sich erschöpft durch ihre schwere Prüfung aus dem öffentlichen Leben zurück. Die Jahrzehnte nach der Wiedereinsetzung waren erneut friedvoll und voller Wohlstand. Doch schließlich bekamen die wachsenden politischen Spannungen unter den kleinen Staaten im Nordwesten Tamriels in den Kriegen der Iliak-Bucht zum Ausbruch, die zur Etablierung der modernen Grenzen von Daggerfall, Sentinel, Vegras und Orsinium führten und ihren Höhepunkt in den bemerkenswerten Geschehnissen fanden, die mit der Verwerfung im Westen verbunden sind. In den späteren Jahren der Herrschaft des Kaisers florierte der kaiserliche Einfluss in den Provinzen und aufgrund der glücklichen Beendung der Religionskriege und der Wadenfell. Krise sowie unter der weißen und standhaften Führung von König Helset und seiner Mutter Königin Barentia breitete sich die kaiserliche Hochkultur selbst in den abgelegenen Bereichen von Morrowind aus. Der Mord an Kaiser und an seinen 3 Söhnen ist ein schreckliches Verbrechen und eine große Tragödie für das Kaiserreich. Kampfmagier Okato versicherte uns, oder Osato. Spricht man den aus? Osato oder Okato? Ich sage jetzt Osato. Er versicherte uns, dass alle Ressourcen des Ältestenrates, der Legion, der Wache, der Geheimen Universität und der kaiserlichen Kampfhochschule eingesetzt werden, um die Attentäter der Justiz zu beantworten. Doch in der Zwischenzeit ist es der größte Tribut, den wir dem Andenken unseres geliebten Kaisers zollen können, ernsthaft und gewissenhaft unseren alltäglichen Angelegenheiten nachzugehen, das Leben des großen Kaiserreiches zu ehren, das er so geliebt und dem er so lange Zeit so gewissenhaft gedient hat. Okay.
sehr dunkel hier. Ich brauche doch eine Fackel. Ja. Können wir ausmachen. Aber er scheint ja doch irgendwo ein Kindlein zu haben, ne? Nee, hier stehen. Okay, das, was wir oben hatten, konnten wir nehmen. Achso, können wir auch rumlaufen. Ich wollte mal gucken, was es so gibt. Die haben natürlich alle keinen Wert. Zuschmied. Ja, aber Mokassins sind gut zum Schleichen. Oder? Okay. Wir ziehen unsere Sachen da an. So. Okay, ich wollte mal was anderes gucken. Wo ist denn... da. Okay. Reis, Rettich, Weizenkorn. Kartoffel, Rettich. Okay. Ah, was habe ich gemacht? Ich meine Mörsen. Gut, danke für... Jetzt müssen wir raus. Ist wirklich schön. Gefällt mir schön hell hier drin. So, jetzt gehen wir mal raus. Ich habe ja was vor. Gründe der ersten Reihe. Aber ja, wie gesagt, der Kaiser hat ja einen unehelichen Sohn. Ne? So, wo war denn das? Wie ist das Wertebefinden? Seid nicht der Letzte, der heute den Rattenkurier liest. Hallo. Elisa, du hast einen Namen. Ja? Gerüchte. Wer nach Arbeit sucht, sollte es bei der Kämpfergilde versuchen. Die suchen immer nach neuen Rekruten. Aha. Roderick sucht nach einem Geschäft, in das er investieren kann. Er wird sicher bald etwas finden. Okay, die Szene sind nicht schön, aber ich weiß. Ich glaube, es gibt eine Mod. Aber ich bin im Moment zufrieden mit dem Spiel. Wenn ich zu viel modde, nicht, dass ich mir das wieder kaputt mache. Okay, danke. Schönen Tag. Jo, danke. Wer schläft denn hier? So, ich suche jetzt den Laden. Ich glaube, hier geht's auch. Gehen wir mal rein. Hamloff Rups. Was kann ich für euch tun? Was ist denn? Habt ihr einen Moment Zeit? Geht nur! So, bei jedem Überzeugungsversuch müsst ihr bewundern, prahlen, witzeln und nötigen. Jede dieser Aktionen hebt oder dämpft die Stimmung des NPC. Macht nicht zu lange, denn die Stimmung des NPC sinkt beständig. Okay.
Wenn ihr eine mögliche Aktion markiert, zeigt das Gesicht des NPC die entsprechende Reaktion. Er wird jede Aktion entweder lieben, mögen, nicht mögen oder hassen. Seine Stimmung wird besser bei einer Aktion, die er liebt oder mag, und sinkt bei einer Aktion, die er nicht mag oder hasst. Der mögliche Gewinn oder Verlust für jede Aktion hängt von eurer Überredungskunst ab und davon, wie voll der Keil ist. Versucht, die volleren Keile zu wählen, wenn sie zu Aktionen gehören, die dem NPC gefallen. Wählt weniger volle Keile, wenn sie zu Aktionen gehören, die er nicht mag. Sprecht grob mit mir. Ich liebe grobe Jungs. Das ist nie geschehen. Ihr seid zu freundlich. Wo habt ihr den her? Das ist gut. Okay. Für mich? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Okay. Gerüchte? Wenn ihr einen Schild benötigt, findet ihr bei Steinmauerschilde eine reichhaltige Auswahl. Und Prophet? Ich habe nicht viel von ihm gehört. Ich überlege, nach Anvil zu reisen und ihn mir selbst anzuhören. Mhm. Kommen wir zum Geschäft. Gut. Ja, deswegen bin ich da. Wir haben ja Rot, ne? Was? So viel kosten die? Wollen die mich veralbern? Wieso sind die denn so teuer? Die Frisuren. Fertigkeit, Handelsgeschick, Lernen, Stimmung, kaufe Gegenstände bei 100 von Wert, verkaufe Gegenstände. Mir Haare kaufen. Aber die sind ja so teuer. Komm. Solche Geschäfte mache ich nicht. Okay. Hab Dank. Auf Wiedersehen. Schönen Tag. Mist, verdammt, ich habe nicht so viel Geld. Warum ist denn das so teuer? Mehr konnte ich mir nicht leisten. Okay, vielleicht sind die im anderen Laden billiger. Jetzt muss ich den nur finden. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Irgendwas mit Divine. Jeder braucht den Rappenkurier. Jawohl, ja. Der Kostkurier? Nein. Oh, verdammt, ich hab vergessen. Nur eine einzige Münze. Wie geht es euch? Eine Münze für einen Versehrten? Das Tiberset. Ich sehe, ihr habt ein gutes Herz, edle Dame. Es heißt, dass die dunkle Bruderschaft euch in eurem Schlafheim sucht, wenn ihr jemand ermordet. Auf diese Weise werden neue Mitglieder rekrutiert. Aha. Und Prophet? Ihr meint den heiligen Einsiedler von Anvil? Mhm. Niemand weiß, woher er kommt, doch es heißt, er spricht die Wahrheit. Ich würde ihn zu gerne predigen hören. Okay, hier hast du eine Münze. Vielen Dank, edle Dame. Möge Arkay euch segnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der Stadt eine noblere Absteige gibt. Lebt wohl. Wie schön, euch zu sehen. Habt ihr etwas aus den anderen Provinzen gehört? Ich nehme an, der Dedra-Kult ist auf der Insel Sumaset inzwischen weit verbreitet.
Die Altmeer haben mächtige Zauberer. Wie geht es euch Das heute? Könnte eine gefährliche Situation ergeben. Habt Mitleid, schöne Leb Dame. Wohl. Ich habe nichts zu essen. Hallo? Du siehst interessant aus. Ulen Atram. Ulen Atram. Vom Stamm der Kragenmoor Atrams. Ich habe mit Flinnhandel ein Vermögen gemacht und jetzt bin ich hier in der Stadt und lasse es mir gut gehen. Aha. Gerüchte? Ich brauchte Geld, daher ging ich zu Yensin. Ich vermisse Morrowind nicht. Dieses mürrische Tribunalgegrantel und diese Huldigungen uralter Vorfahren. Gehabt euch wohl. Nach allem, was man hört, predigt er, dass die Attacke auf die Kapelle in Anvil das Omen eines kommenden Unheils sei. Ihr solltet nach Anvil gehen und ihn euch selbst anhören, wenn ihr interessiert seid. Man sagt, er predigt jeden Tag vor der Kapelle, bei jedem Wetter. Okay. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich suche jetzt einen Laden, irgendwas mit Divine Bar. Ich glaube, auf der Seite. First Edition. Mann, ich hab mir... Ich war doch nur kurz. Ich war doch nur... Ihr dürft sprechen. Nein, ich will nicht sprechen. Der Hund kann keine Stufen laufen, habe ich gemerkt. Ah, hier. Hier muss es sein. Oder auch nicht. Ja, manchmal dreht sich die Kamera sehr schnell und wieder um. Aber ja, es ist nicht still. Bin ich denn bekloppt? Von Tamriel? Viele Argonier sagen, sie seien nach Schwarzmarsch zurückgerufen worden. Sie verschwinden in den Sümpfen und werden nie wieder gesehen. Habt ihr Nachrichten aus den anderen Provinzen? Das Land der Argonier ist wirklich ein Selbst. Mein armer Mann kann nicht schlafen. Die ganze Nacht ist er auf den Beinen und kümmert sich um diese dummen Pflanzen. Wenn ihr nach Büchern sucht, ist die Erstausgabe das beste Haus am Ort. Ich finde immer was zu tun. Ich kümmere mich um das Haus und sorge dafür, dass Amantius nicht verhungert oder keine Tinte mehr hat. Okay. Ihr meint den heiligen Einsiedler von Anvil? Niemand weiß, woher er kommt, doch es heißt, er spricht die Wahrheit. Ich würde ihn zu gerne predigen hören. Okay. Wiedersehen. Hallo. Schönen Tag. Wie geht es euch? Wie ist das werte Befinden? Hier, ne? Nein. Das haben auch schon andere gesagt. Wiedersehen. Hier, da vorne. Muss es jetzt sein. Ja, hier. Hallo, warte, du bist... Guten, ich bin Irene Metrick. Wenn ihr mehr wissen müsstet, würdet ihr es schon wissen. Rosan ist ein begabter Schmied. Einer der besten der Gegend, wenn ihr mich fragt. Kaiserstadt. Ich vertraue euch nicht genug, als dass ich mit euch darüber sprechen könnte. Okay, dann tschüss. Auch ihr. Was auch ihr? Okay. Göttliche Eleganz. Mal sehen, wie toll die hier sind. Erst einmal... Hallo. Ihr seid in die göttliche Eleganz gekommen, weil ihr auf eure Kleidung Wert legt. Und wenn Palonyria nicht hat, was ihr möchtet, dann hat es niemand. Okay. Ja, das halt Gesicht und Körper in einer Farbe haben, da kann man nicht, kann ich nichts dran ändern. Ich hab's versucht, es geht aber nicht. Ich glaube, die haben auch ein bisschen Original-Mischmasch. So, erstmal Gerüchte. Wenn ihr etwas schnell veräußern müsst, geht ihr am besten zum fruchtbaren Münzbeutel. Aha. Jeder kann Kleidung tragen, aber die richtige Kleidung, das ist schon schwieriger. Geht in ein beliebiges Schloss.
Entweder trägt man Modelle von Palonyria, oder man ist ein Niemand. Okay, habt ihr etwas Gutes zu verkaufen? Kommen wir zum Geschäft. Die ist genauso teuer. Aber ich verkaufe immer ein bisschen hier den Plunder, den wir da eingesammelt haben. Kommt wieder und kauft bei mir ein. Nee. Kommen wir zum Geschäft. Falsch. Okay. Und jetzt verkaufen. Den Preis kann ich mir nicht leisten. Ich kann nicht so wenig dafür nehmen. Nochmal versuchen. Solche Geschäfte mache ich nicht. Beehrt uns bald wieder? Nein. Kann man hier Wir werden sehen. Das ist nie geschehen. Versucht nicht, mich zu manipulieren. Wo habt ihr den her? Das ist gut. Ich kämpfe nicht gegen euch. Verzeiht? Ja. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Ja, ich würde gern falschen. Ich bin da wohl noch nicht so gut drin. Das kann ich nicht machen. Oh, komm. Das ist doch nicht euer Ernst. Ja, ist es gratis oder was? Also echt jetzt. Ich muss aber was verkaufen, ich bin überladen. Okay, wir sind halt wahrscheinlich noch nicht so. Das klingt nach einem... Daran habt... Ihr seid ein harter Fall. Okay. Daran habt... Daran... Ein exzellentes Ge... Ein Eck. Das ist. So. Wir sind ein bisschen was losgeworden und haben ein bisschen Gold gesammelt. Kommt wieder und kauft bei mir ein. Ja. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Gut. Mir das erledigt. Tagebuch. Das Amulett. Sonst haben wir nichts. Mit einem alten Bettler. Okay, Lieben. Dann will ich auch mal sagen. Ich beende hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch. Kommentare. Tipps und Tricks. Immer würde ich mich sehr drüber freuen. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Bis dahin. Adios.